Ladies, Gentlemen und sonstiges, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Game Dev Tycoon. Und wir waren stehen geblieben bei Something 2 mitten in der Entwicklung. Und ich weiß nicht, waren wir schon bei der zweiten Phase? Ich denke, wir waren bei der zweiten Phase schon. Fuck. Okay, ich glaube, diese Grenze mit dritten Stufe können wir vergessen. Mit 400. Müssen wir ein bisschen schneller alles machen. Habe ich da ein bisschen verpennt, ne? Aber es könnte knapp werden. Es könnte ganz, ganz knapp werden. Haben wir Zeitschrift. Noch einmal Zeitschrift und Demos. Noch einmal kleine Kampagne. Und noch einmal eine große Kampagne. Und dann haben wir die 400 knackt. Boah, das war ja richtig knapp. Kleine Kampagne nochmal und dann haben wir die 400. Man kann ja. So. Ah, wir haben jetzt schon wieder ein bisschen weniger Cash. Das ist nicht gut. Wir hatten ja 40 Millionen. Alter, wie viel Geld für die Spielentwicklung drauf geht. Ist ja krass. Chef, wir haben die Organisation unserer eigenen Spielmesse abgeschlossen. Es scheint, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Cool. So. Und wir haben schon wieder einer der geilsten Spiele aller Zeiten entwickelt. Also, wir haben uns richtig übertrumpft. Richtig übertrumpft. Neue Forschung, realistisches Wetter. Forschung, du machst sofort realistisches Wetter. Trainieren. Nierst. Forschen. Spielbericht. DS. Hoffen, das Spiel gut ist. Und das Spiel ist geil. Das Spiel ist super. Wirklich großartig von Stargames. Ach, ich brauche nicht mehr vorzulesen. Ihr wisst schon, ihr könnt selbst lesen, Alter. Mal gucken, was geht hier ab. Was geht hier ab? Wir können keine neuen Projekte machen. Wir werden das auf 500.000 im Monat reduzieren. Wir brauchen nicht mehr. Brauchen wir nicht. Ja, PlayStation 2 wird auch vom Markt genommen. Jetzt trainieren wir nicht noch meinen Charakter noch schön. Auch Technologie haben wir ja schon. Ah, fuck. Ich brauche 200 Forschungspunkte. Nein! Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Schicken wir den... Wenn du noch kein... Ja, also... Danke, danke, danke. Das ist schon ein geiles Spiel. Ich weiß. Ich möchte aber jetzt gerne die 200 Forschungspunkte zusammenkriegen. Damit wir ein bisschen... meinen Typ da spezialisieren können. Das ist mir sehr wichtig. Wer ist denn hier der Technik-Geek von euch? Das würde mich mal am meisten interessieren. Lieber konzentriere ich mich aber eher auf den Technik-Geek. Technologie 700. Ja, okay. Dann machen wir es bei dir. Du bist ein Technologiespezialist ab dann. Wir warten jetzt. Wir können jetzt ein bisschen chillen. Das ist, wir haben jetzt den Luxus erbaut. Heute hat Grapple bekannt für seine... Ah, super. Ein iPhone. Geil. Die ersten Smartphones. Ah, geil. Unsere eigene Spielemesse wird in 4 Wochen stattfinden. Das ist mal nice. Und wir können jetzt zum allerersten Mal unsere Forschung verbessern. Wow, also Cash fließt. Cash fließt, wie sonst was. James A. Gurmack. Wir können jetzt unser eigenes Hardware-Labor eröffnen. Tu es. Ich bezahle gerne 5 Millionen dafür. So, Hardware-Labor. Unser Hardware-Labor ist jetzt fertig. Um das Hardware-Labor zu besuchen, klicke einfach auf den Bildschirm und ziehe den Bildschirm nach rechts oder benutze die Pfeiltasten. Das mache ich. So, Hardware-Labor. Willkommen in unserem eigenen Hardware-Labor. Hier werden unsere eigenen Konsolen hergestellt. Bevor du beginnst, solltest du viel Geld auf dem Konto haben. Eine Konsole zu entwickeln ist nicht billig. Wenn du bereit bist, klicke auf den Bildschirm, um das Aktionsmenü auszurufen. Konsole entwickeln. Eine eigene Konsole zu entwickeln ist ein kostspieliges Unterfangen. Man muss nicht nur einen Haufen Geld für das Projekt vorstrecken, sondern zusätzlich einen Angestellten des Hardware-Labors bezahlen. Versuche nur dann, eine Konsole zu entwickeln, wenn du genug Geld dafür hast. Ja, also ich werde Variation, Budget, kein Problem, hausch raus. Ich gebe dir das beste Budget, was du haben willst. Sowas will ich nicht. Das sieht alles ziemlich lame aus. Ich finde, das ist eigentlich das Geilste, was es gibt. Wir nennen es einfach Star. Wir nennen es einfach Star, ja. Alles rein. Da soll die beste Grafik drin stecken, Alter.
Mehr Spiele, es soll alles bieten. Das soll einer der. Alter. Wow, das kostet ja mal hardcore viel. Ich hab nicht mal genug Geld dafür. Shit, das ist mal hardcore teuer, so eine Konsole zu entwickeln. Alter. 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 Auf unseren eigenen Spielemesse. Unsere Spielmesse hat dieses Jahr 1 Million Besucher. Shit. Shit. Shit, Alter. Das ist mal heftig. So, wir haben jetzt ein paar gute Spiele. Ich möchte auf jeden Fall bald eine richtig geile Konsole rausbringen. Deshalb versuchen wir mal ein paar Spiele zu entwickeln, die gut sind. Politik-Simulator. Komm. Oder nein. Scheiß Politik-Simulator. Kein Bock auf einen Flop. Keine Lust darauf. Ich möchte eine andere Fortsetzung entwickeln. Welches Spiel war noch nach Politik-Simulator da? Ich glaube, das war Time Traveler oder World Wide West. Limps 2. Es war Limps 2. Interessant. Aber ich möchte das ehrlich gesagt für Limps 3 behalten. Deshalb warten wir, wir machen World Wide West. Darauf habe ich Bock. Einmal World Wide West. Groß bitte. Wilder Western. Rollenspiel. Ja, bitte. Und, ja. Wir wollen einfach ein Rollenspiel daraus machen. Oder war es ein Action-Rollenspiel letztes Mal? Ich weiß es nicht. Es war ein Rollenspiel, ne? Ja. Ich hätte schon Bock auf so ein Action-Rollenspiel. Wenn ich ehrlich bin. So ein kleines Action-Rollenspiel ist schon fein. Ne? Aber da ist immer dieses Risiko, ob das so gut ankommen würde. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen im Zwiespalt. Weil ich hätte schon Bock. So Multigenre ist nicht schlecht. Ja. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen. Mein Kopf pocht schon wieder, ey. Das ist ein bisschen. Bisschen komisch. Alter Falter. Ich weiß nicht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen. Also sorry, dass ich gerade ein bisschen am Nachdenken bin, aber. Ah, ich habe keine Ahnung, ob sich das so lohnt. So ein Multigenre-Game. Aber bis jetzt haben wir da ehrlich gesagt nicht viel Gutes gemacht. Nee, ich scheiß drauf. Ich scheiße drauf, ehrlich gesagt. Das ist mir zu risikohaft. Ich finde das ehrlich gesagt nicht gut. Dann mache ich ein Rollenspiel einfach und belasse es dabei. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen zu gefährlich, da irgend so ein Risiko einzugehen. Deshalb, nee. Nee, danke. Ja. Also die M-Box auf jeden Fall. Für so ein Rollenspiel ist, glaube ich, gut geeignet. Und ja, wir gucken mal, was gibt's denn noch? Ja, wir machen das auch noch. Großspieler unterstützt es nicht, dann scheiß drauf, dann machen wir das nicht. Alter Falter. Ich weiß nicht so ganz, ob sich das so lohnt. Ha. Ha, ha, ha. Wir lassen es dabei. Ich belasse es dabei. Wir machen einfach darauf die Konsole. Ich scheiß drauf. Plattform entfernen. Ich kack auf dich. Star Engine 4, World Wide West 2, bitte. Raushauen. So, Something 2 hat auch gut
Folge gefeiern können. Full Motion Video können wir machen. Machen wir auch. Ich möchte Online-Spiel auch gerne einfügen. Fähigkeitsbau und kooperatives Spielen. Wir werden dieses Spiel so perfekt machen. Das wird so ein gutes Spiel werden. Das wird dich wie geschnittenes Brot verkaufen, Leute. Es muss. Es muss einfach, Leute. Es muss. So. Allah. Allah. So, machen wir mal so. Gameplay ein bisschen niedriger und halt Story und Quest nach ganz weit oben. Und da ist es natürlich so, dass Design auf jeden Fall mehr Wert bedeutet. Das heißt, Peter Polyneux, bitte dahin. Mario Hicks. Oder nee, Mario Hicks macht es. Peter Polyneux geht dorthin. Und der zweitbeste, der drittbeste, der ist bei der Engine einfach, weil wir sind echt in der Engine verdammt gut. Wir sind da richtig bewandert. Wir hauen da noch ein bisschen Marketing raus. Ein paar Mille, Alter, wir werden jetzt mal ein paar Mille verdienen, ey. Hallo, ich bin Andrew McNara. Ja, bitte gerne. Was erwarte ich in sich? Woher pushe das Spiel? Ich pushe das Spiel so krass, Alter. Das Spiel wird so geil werden. Freut euch drauf. Freut euch drauf. Auch hier da draußen, meine Fans. Wenn ihr das Spiel haben wollt, dann abonniert mich. So, Synchronsprecher, einfache Körpersprache, dynamische Umgebung. Klingt alles sehr schön. Ja, klingt alles sehr, sehr schön sogar. Dann machen wir mal Dialoge. Ganz mal nach oben. Level Design 80 ist schon ziemlich legitim. Und wir gucken mal. Peter Colby. Der Colby. Ja. Mamma Mia. Tony Rodriguez. Okay. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich in Ordnung. Christopher Sawyer, der ist nicht so mal der Krasse. Den will ich ehrlich gesagt weniger an dieses Projekt lassen. Finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. So. Bisschen Zeitungen, ja. Bisschen da reinpushen. Dass wir mindestens diesen Grundhype von 100 haben, dass wir das auf 400 pushen können. Vor allem so in den letzten Monaten. So. Orchestraler Soundtrack ist immer gut. Virtuelles Wirtschaftssystem. Das ist nice. Das ist richtig nice. Das wird so einer der Spiele werden, die richtig gut werden. Und ja, wir haben das, denke ich, ziemlich gut gemacht bis jetzt. Ja. So. So und so. Okay. Peter Polyneux, der ist auch ziemlich ausgelastet. Mario Hicks macht das schon. Tony Rodriguez macht das hier. Und Kobe Briggs ist auch ausgelastet. Wie sonst was. Da macht Christoph Sawyer oder Peter Polyneux. Peter Polyneux ist ausgelastet. Machen wir nicht. Da machen wir es lieber so. Und jetzt pushen wir das Spiel. Richtig auf die Zielgeraden der 400. Und zwar so früh wie möglich. Damit sich das gut entwickelt. Allein schon 85 Millionen Umsatz gemacht. Das ist ja krass. Ja, die 200 knacken wir ohne Probleme. Das ist mein Ziel gewesen. Aber mein Ziel sind die 400. Und das werden wir 100 pro knacken, meine lieben Freunde. Das müssen wir knacken. Allein schon World War West 1 war ein Riesenerfolg. World War West 2 wird besser und noch ein größerer Erfolg werden. Und das, dafür werden wir sorgen, ey. So, Zeitschrift. Gerne. Zeitschriften, Demos, bitte. Kleine Kampagne, bitte. Und große Kampagne noch einmal, bitte. Ich möchte... Alter, das scheint doch nicht so unbedingt zu funktionieren, wie ich es wollte. Nee. Kleine Kampagne noch. Noch einmal kleine Zeitschriften-Demos, ja. Wir haben jetzt noch ganz knapp an den 400 gekratzt. Das ging noch halbwegs. Ja, wenigstens ein bisschen was, ne? Ein bisschen Hype haben wir wenigstens. Jetzt noch die Bugs ausbessern. Und dann heißt es rein.
So. Wir haben auf jeden Fall bei neue Rekorde gebrochen. Das ist das Beste, was es gibt. Geil. Perfekt. Also ich denke, das Spiel wird auch sehr gut ankommen. Ja, Crystal Sawyer backt dir ein Eis. So, jetzt können wir endlich auf unsere Engine gehen. Das ist mein Ziel gewesen. Machen wir das doch mal. Und dich schicke ich in den Urlaub. In den Urlaub. In den Urlaub. Spielbericht. Bitte. Und wir haben die Bewertung. Geiles Spiel, ein Meisterwerk, fantastisch, tolle Fortsetzung, mehr bitte. Das Spiel kommt wieder gut an. Das ist unser Ziel gewesen. Dafür stehen wir ein. Wild Wild West 2, geil. Also, das Spiel ist schon wieder der Burner. Und wir machen wieder fetten Umsatz. So muss es sein. Ja. Also, echt geiles Spiel. Können einfach nichts. Wir können nichts dagegen sagen. Es ist ein geiles Spiel. Gameplay haben wir auch bei dem. Perfekt. Dann werden wir bei dem danach auf Gameplay gehen, dass er dort sich da spezialisiert. Und ja, dann kommt halt der Rest. Dann Story und Quest haben wir bei dem. Wir haben uns bei mir auf Engine spezialisiert, was sehr gut ist. Und ja, Forschung können wir nichts machen mehr. Training. Technologiespezialist kann ich noch werden. Ja. Why not? Sag ich mal. Machen wir das doch. Also wir bilden mich jetzt richtig zum Technik-Geek aus. Und perfekt. Einfach perfekt. Ja, bei dem Technologie brauchen wir jetzt nicht. Also ich werde mich bei dem jetzt hauptsächlich auf Gameplay konzentrieren bei Mario Higgs. Dass wir dort ein perfektes Gameplay-System dahinter haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben aber 6 Mitarbeiter. 7. Zwei Dinge gehen nicht. Wir gucken mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Spielweltdesign. Grafik und Sound. Naja, da haben wir ein bisschen Probleme. Aber scheiß drauf. Solange das Innere stimmt. Perfekt. Schade, dass wir nicht mehr Mitarbeiter haben können. Das ist echt schade. Alter. Das scheint echt kein Ende zu nehmen. Das Spiel ist gut. Das ist einfach super. Wir haben 1,3 Millionen Fans. Perfekt. Und aber ich möchte... Oh. Also der Umsatz. Ich möchte noch ein Spiel machen. Ein gutes Spiel. So, dass wir halt... bisschen mehr hätten. Versteht ihr? Ich möchte gerne eine Konsole entwickeln, die halt natürlich ein richtig perfektes Qualität hat. Eine richtig super Qualität. Und ich möchte da das Budget voll pumpen. Ich möchte mal ganz kurz gucken, wie hoch können wir es pumpen? 2,9 Millionen. Das ist gut zu wissen. 2,9 Millionen können wir und dann noch das hier. Probieren wir es mal. Wir gucken mal, wie wir es so machen. Wir machen es mal ganz sporadisch. Ja, also wenn wir das alles machen, plus Mehrspielermodus, oh, Online-Spiel, Stereo-Modus, Surround. Ja, das könnte echt einer der besten Konsolen werden, die es gibt. Ist halt nur teuer. Wir warten. Ich möchte da jetzt noch nicht zu viel riskieren. Ich möchte erstmal ein paar meiner Mitarbeiter noch ein bisschen pushen, ein bisschen stärken, neue Spiele erschaffen. Das ist erst wichtiger, ein sicheres Polster haben einfach, versteht ihr? Dass wir dann schön auf unsere Hardware-Branche reinfallen können, dass wir PlayStation 3, Xbox, was immer zerrobben. Wir möchten alles erobern. So. Limbs 2, daraus will ich ein RPG machen. Time Traveler. Das können wir machen. Rollenspielstrategie. Das kam aber nicht so gut an. Action-Rollenspiel Alien 2. Da machen wir Alien 3. Action-Rollenspiel. Groß. Alien 3 nennen wir das. Alien 3. So. Hätten wir das zum Beispiel.
Und nun schauen wir, welche Konsolen wir hier zur Auswahl haben für Alien 3, für ein Action Solala. Und ja, ich denke mal, oh, ich muss auf Toilette, ey. Ich muss auf Toilette. So, also die M-Box ist, glaube ich, da perfekt dafür geeignet. Denke ich mal, behaupte ich jetzt mal. Ja. Also die ist perfekt dafür geeignet. Plus PlaySystem 3. Würde ich auch noch sagen. Plus PC. Auch noch. Also, ja, machen wir das mal. Hauen wir diese drei Dinge raus. Spielengine, StarEngine 4.0. Und hoffen wir mal, dass es ein gutes Spiel wird. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Boah. Ich beleg mir gerade noch. Ich überleg mir bisschen was. Ja. Bitte, wie viele Engines haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Engines haben wir schon. Krass. Wir haben echt schon 7 Engines. Das ist krass. Alien 3, StarEngine. Ja, also ich denke, das ist in Ordnung. Behaupte ich jetzt mal. Hauen wir es raus, ne? Was ist das jetzt? Das ist eine komplette Einkonkurrenz, wenn sie Warrior spielen möchten, weisen sie Verbindung. Ablehnen. Brauchen wir nicht. Ich muss jetzt keinen irgendwie abfacken. Das juckt mich nicht. Bald das Geld für was Sinnvolleres. Ja. Mehrspielermodus. Kostet. Ne, Online-Spiel haben wir. Gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Ja. Ja. Machen wir mal so. Und das machen wir mal so. Ganz locker, easy, am besten. Ich bin im Bau auf Engine. Das ist gut. Peter Polyneux macht das hier. Ich denke, das lassen wir mal alles so, wie das ist. Ob das ein gutes Spiel wird, kann ich nicht sagen. Fantasy-Rollenspiel, Alter, ist er ja behindert. Und dann sagt der Action-Rollenspiel gerade macht. So nach Motto, ist er total verrückt. Alter, Alien 3, mal gucken, wie das wird. Ich glaube, das wird nicht so nice. Großer Stand, gerne. Ist schon cool, wir haben zwei Conventions schon. Also, wir haben eigentlich so gut wie alles schon hergestellt. Und ja, wir machen das noch fertig und dann war es mit der Aufnahmesession zumindest. Wir beenden das, laden es noch hoch. Machen erstmal noch diese Scheiße da. Und dann, ja, bin ich mal gespannt, wie das wird. Ne? Ja. So. Okay, ich bin da schon ausgelastet. Tony Rodriguez macht das hier. Kobe Briggs, du machst das hier. Das ist richtig. Und Alien 3 wird nochmal per Zeitschrift ein bisschen umworben. Ich glaube, das Spiel wird nicht so gut werden. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Aber geil, wir haben wenigstens 1,3 Millionen Fans gesammelt. 1 Million geknackt. Also unsere Convention. Wir sind wirklich unglaublich bekannt. Überall. Und jetzt knacken wir die Hypezone richtig krass auf. Das ist mal ziemlich interessant. Muss ich gestehen. Ist komisch, wie der Hype sich generiert. Bestimmt wegen der G3, ist ja klar. Logisch eigentlich. Und ja. Weltdesign machen wir mal hier. Ganz locker, easy. Wir können ja auch ein bisschen großkotzig, Gott sei Dank, sein. Wir haben ja genug.
Wir haben genug Money. Sounds machen wir hier. Das ist ja ziemlich Schnuppe. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich fair so aufgeteilt. Oh, machen wir es, ne? Und jetzt können wir ein bisschen auf Marketing gehen. Schön auf Marketing, die 400 pushen, wenn nicht sogar die 500. Dass wir hier ein bisschen... Grapple, neues Tablet, cool. Aber juckt mich nicht. Ich bin kein Mobile-Dinger-Fan. Richtige Gamer sind auf dem PC oder auf der Konsole, meiner Meinung nach. Der Rest sind Casual Gamer und das ist nicht schlimm. So, Alien 3, okay, das, also wir werden 100 Pro die 500 knacken. Kleine Kampagne, wieder mal. Und eine große Kampagne. Und jetzt nochmal Zeitschriften. Zeitschriften-Demos. Kleine. Und eine allerletzte große Kampagne. Okay, das läuft wie geschmiert gerade. Wir könnten sogar die 600 knacken, ne? Mach ich noch einmal. Große Kampagne. Oder kleine. Ich belasse es dabei. Jetzt mal die Bugs entfernen. Und dann sind wir durch. Mit Alien 3. Also wir haben, glaube ich, schon wieder neue Rekorde geknackt. Was krass ist. Und jetzt gucken wir mal, wie das sich entwickelt. Aufgrund seiner verbesserten Arbeitserfahrung, okay. Nice. Spielbericht erstellen, bitte. Und in den Urlaub schicken. Was? 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 Alter, bekomme ich Tuberkulose, Alter. Voller Scheiß. Was ein Dreck. Das ist richtig dreckig gerade. Ich fühle mich echt verarscht. Das ist scheiße. Fuck auf Polster. Polster ist weg. Also ich denke, das war jetzt nicht so gut. Ich mache, glaube ich, keine Multi-Genre-Spiele mehr. Spielberichte. Ich möchte mal gerne Spielhistorie angucken. Warum? Was war da falsch? Alien 3 war ja eine richtige Enttäuschung. Das ist mal echt schlecht. Boah. Also das war jetzt echt kacke. Kannst nicht anders sagen, also das war echt scheiße gemacht. Das war das erste beschissene Spiel von uns. Also richtig Spiel, was uns alle enttäuscht hat. Gameplay. Cool. Gucken wir mal, was hat der drauf, der Peter Polyneux. Forschung, trainieren, was kann er? Story und Quest. Ja, das machen wir bei dem. Story und Quest wird bei ihm sein Hauptgebiet sein. Und Dialoge ist bei dem Tony Rodriguez. Bei dem ist es definitiv möglich, zu das machen. Training. Level Design, Dialoge 810. Okay, bei dem müssen wir aber schön noch auf Dialoge pushen. Die müssen wir schön noch belehren. Training. Level Design. Kann er machen. Perfekt. Der kann auf künstliche Intelligenz. Gell? Ne, noch nicht. 180, 27 in Technik. Ja, das kriegen wir hin. Ist nicht schwer. Und der andere in Spielweltdesign. 540 Design, 360 Technik. Okay, das geht ja alles relativ ratzfatz. Also das kriegen wir hin. Wir werden gut viele Spezialisten haben in Zukunft, aber naja, wir müssen jetzt bessere Spiele produzieren. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war jetzt ein bisschen ernüchternd, aber naja.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage nur eins. Ciao, auf Wiedersehen. Euer EFOS2SPay. Alles David von Bros TV. Alles der David. Und vergesst nicht zu abonnieren, zu teilen, zu liken, etc. Haut rein.